Hallo, was habe ich heute für dich? Halt! Und Sascha, komm her, erzähl mir den Leuten, was wir heute haben. Sascha kennt ihr ja schon, das ist unser Sound-Imitator. Carbon haben wir heute für euch. Heute kein Sound, heute haben wir Carbon. Carbon macht leider keine Geräusche. Nee, da hast du recht. Es sei denn, es bricht, aber das wollen wir nicht. Der Reiter, damit ich auf der Scherz kriege. Nein, was haben wir heute für euch? M4 Competition, Aero-Paket von? Försteiner. Was verbauen wir von Försteiner? Einmal diese wunderschöne Spoilerlippe, Schwert genannt. Schwertsplitter, ja. Okay, und zwar ist das neue Design 2019. Ich zeige das nachher, zeigen wir es im Video. Zeige ich dir das auch nochmal, wo die Unterschiede sind, was die Veränderungen sind hier zum Beispiel vorne. Aber da machen wir nachher noch ein paar Großaufnahmen von, dass ihr das sehen könnt. Dann bauen wir an, mein Lieblingsteil, hinten auf der Heckklappe, die schöne Frittentheke. Genau. Auch in Carbon. Auch in Carbon. Oh, hier ist ja der fliegende Wechsel. Fliegende Wechsel. Und so. Last but not least haben wir natürlich auch noch die Seitenschwelle, beziehungsweise Sideskirts oder... Auch schön in Carbon. Ja, auch schön in Carbon. Nicht von Försteiner, einzige Teil, der nicht von Försteiner ist. Und, was haben wir vergessen? Den Diffusor. Den Diffusor, der ist schon angebaut, aber... Genau, bauen wir schnell ab und halten wir nochmal schnell ab und halten wir nochmal in die Kamera. Wir haben natürlich auch schöne Bilder vom Diffusor einzeln und so weiter. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Einbauvideo. Und das hatten wir an meinem M4 vergessen zu filmen. Den Aufbau von der Frittentheke ist eine ganz spannende Sache mit dem Bogen und mit dem Set. Viel Spaß im Video! Bei der Montage vom Heckflügel ist es wichtig, die ersten Arbeitsschritte exakt auszuführen. Die Schablonen anzulegen, exakt, weil wenn die Bohrung nicht stimmt, dann passt nachher gar nichts mehr. Jetzt sehen wir Teile vom Befestigungsset, Original BMW, vom M4 GTS. Das ist zum Beispiel der Zylinder, wo die Uprights dran geschraubt werden. Die O-Ringe, die wir da unten sehen, sind zur Abdichtung, damit kein Wasser in den Kofferraum eindringen kann. Die Zylinder selber sind hier Bestandteil von der Abstützung, das sehen wir später im Video. Ist ein sehr schön gemachtes System. Hier ist eine Verstärkung für das Scharnier, was wir auch zur Abstützung nachher brauchen. So, jetzt bohren. Ja, wenn wir jetzt falsch gearbeitet haben mit den Schablonen vorher, dann haben wir ein Problem. Jetzt müssten wir dann zu BMW gehen und eine neue Haube kaufen. Die Haube ist doppelwandig, deswegen müssen wir jetzt von innen nochmal größere Löcher bohren, um die Zylinder im Endeffekt durchzustecken. Und jetzt passt diese Hülse hier. Zeig mal die Spitze von der Hülse nochmal. Das haben wir hier. Dass man das sieht. Warte mal, ich muss mal ein bisschen hingehen. Und da kommt ja dann auch der... Da ist das Gewinde. Der O-Ring ran, genau, da kommt wo das dann abgedichtet wird, sodass wir auch keine Feuchtigkeit im Kofferraum kriegen. Das heißt, wir brauchen oben gar nichts irgendwie mit Schmatz oder sonst was machen. Nein. Okay, dann steckt das mal durch. So. Und jetzt sehen wir, warte mal. Hier wunderbar sitzt. Jo. Auch wieder Schablonen drin für die Blöcke, die wir vorhin gesehen haben, die Alu-Blöcke, die werden dort in das U-Profil von dem Haubenscharnier eingeschraubt, um eine Verstärkung zu kriegen. Hier haben wir das schon, das sind praktisch zwei Teile, wo er sich abstützt. Das sind die Zylinder rechts, links ist der Alu-Block und das wird jetzt gleich zu einer Einheit. Jetzt bauen wir vorab noch die Uprights auf. Das sind die O-Ringe, von denen ich gesprochen hatte, für die Abdichtung. Das sehen wir auch gleich nochmal von der Seite im Profil. Im Endeffekt steht der Upright nur auf den O-Ringen. Der hat gar keine, mit dem Metall, keine Berührung zur Oberfläche von der Heckklappe. Seht ihr das? Da kannst du durchgucken, kein Problem. So, jetzt werden die Uprights im Endeffekt verschraubt in die Zylinder, was wir ja vorhin gesehen haben. Und jetzt kommt praktisch der Halteset praktisch drauf. Dann werden der Alu-Block und dort, wo die Uprights mit den Zylindern verbaut sind und das eine Blech schon aufgebaut worden ist, so ein Verbindungsblech gesetzt. Festgezogen. Auf der Upright-Seite wurde auch festgezogen. So, und jetzt habe ich zwei massive Stützpunkte, den rechten und den linken. Und diese beiden Bleche werden jetzt nochmal richtig miteinander verschraubt und bilden dann wirklich eine massive Einheit. Das sieht der TÜV gerne, weil alle Teile, die wir hier verbaut haben am Fahrzeug, sind auch eingetragen.
Und der TÜV liebt solche festen Verschraubungen und sieht Verklebung vom Heckflügel gar nicht so gerne. Und deswegen nehmen wir hier das Original-Kit, auch wenn es nicht günstig ist, aber es funktioniert. Jetzt Hochzeit. Naja gut, ist jetzt für uns nicht mehr so spannend, wir machen das ja schon des Öfteren. Aber das ist jetzt praktisch der entscheidende Moment, wo sich rausstellt, passt alles. Sitzen die Uprights richtig in der Position? Passt der Flügel genau dazwischen von den Halterungen, von den Aufnahmen her? Bingo, alles hat gepasst. Jetzt geht's zum Diffusor. Beim Diffusor oder bei der Montage ist wieder darauf zu achten, im Endeffekt, der wird geschraubt und geklebt, dass die Klebestellen, Anlagestellen schön sauber sind, entfettet sind, dann einmal ohne Klebeauftrag anhalten, prüfen, passt alles, muss ich irgendwo nacharbeiten, stimmt irgendwas nicht, Klebeauftragen auf die Klebestellen danach und draufsetzen, festschrauben. Jo, fertig im Endeffekt. Ist kein Hexenwerk, geht auch verhältnismäßig schnell. Da ist das Ergebnis, sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Ein mega geiler Diffusor. Beim Auspuff schauen wir mal, was die Zukunft noch bringt. Da wird wohl auch noch was passieren beim Hulk. Ja, aber der, wie der Vorsteiner auch mit den Formen von BMW spielt, das annimmt und weiterführt, einfach, ich mag es einfach. Splitter vorne, wieder das gleiche wie hinten. Wieder einmal sauber machen die Anlageflächen, alles abschrauben, was weg muss im Endeffekt. Der Splitter wird praktisch nur hier, was man hier auch schön sieht, die Änderung zum alten Modell, er ist zweistöckig. Wieder einmal ansetzen, gucken, ob es alles passt. Die Anlageflächen zum Kleben reinigen. Und zwar wird er nur vorne im mittleren Teil wird er unter vorhandene Schrauben, die man zwei, drei Umdrehungen rausdreht, eingesteckt und festgeschraubt. Die äußeren Seiten werden mit der Karosserie verklebt und angedrückt, wie wir es hier schön sehen. Fertig! So, bevor wir uns jetzt das Ergebnis mal anschauen, die Frage, warum das Aero-Kit von Försteiner? Erstens, es sieht rattenscharf aus. Zweitens, top verarbeitet, super Passgenauigkeit. Wir tragen alles beim TÜV ein, kaufen direkt beim Importeur, können so hier auch garantieren die Qualität und vor allen Dingen auch die Garantie auf die Teile. Und jetzt gucken wir uns das Ergebnis mal an. Ich bin jetzt still, genug gequatscht. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Euer Bert Herberg von der Automotiv direkt. Ciao!